Jo Leute, willkommen zurück zu Tomb Raider. Letztes Mal ja hier mit dem netten Kollegen. Unglaublich, es ist Himiko. Aha. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Aha. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Nein. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Nein! Ich kläre das. Nein! Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Ein schöner Bogen. Wenn einer Russisch kann... Der kann mir mal schreiben, was sie gesagt haben. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr von uns? Lara! Tut ihm nichts, bitte! Я сказал. А ты ведь... Хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Nein! Окружите! Окружить! Только попробуй рыбнуться. Мочите их! Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Okay. Wie sieht's aus? Warum haben sie die eigentlich liegen lassen? Oh Gott. Wieso hat der eine mich denn gerade nicht abgeknallt einfach? Hä? Ich muss echt Russisch lernen. Was siehst du? Nichts. Hier ist alles klar. Weiter den Berg rauf. Okay. Ja, du meinst, sprichst du, Kukla? Oh mein Gott. От меня не уйдет. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не жди меня. Я всех выдам. Ой, я вас фальшес гедрückt. Wie hat sie denn jetzt die Arme frei bekommen? Ich habe ihn voll im Bauch geschossen, ich bitte dich! Die ist hinüber! Hey, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня! Okay, ich hasse Quicktime-Events, habe ich das schon mal erklärt? Warum? Fuck! Она тоже была порадочной стервой. Бэм! Das wenig Hirn, was der noch hatte, das haben wir gerade mal eben über die Steine verteilt. Die kotzt jetzt erstmal. Ah!
Und da ist keine Kugel im Lauf, nur mal so am Rande. Mein Bow. Ist mir egal. Also, ich nehme Pfeile. Weil ich denke, dass es in diesem Spiel wirklich insoweit realistisch ist, wenn ich schieße, werden die das hören. Komm ich da rein? Nee, komm ich nicht. Gut, wer würde auch freiwillig in ein brennendes Haus rennen? Keine Munition mehr. Ach du Scheiße. Ja gut, da haben wir auch keine Muni. Ich hätte ihn vielleicht durchsuchen sollen. Ist die Frage, wo geht's wahrscheinlicher lang? Wo muss ich denn hin? Okay, das klang mir jetzt gerade nach dem komischen Typen, dem Chefarchäologen. Das heißt, hier, wenn wir hier lang gehen, okay. Darunter? Schlechte Idee. Ich hab's verstanden. Okay, hier geht's wirklich weiter. Und eindeutig. War da ein Quicktime Event? Da ist noch eine. Wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Okay. Reload funktioniert. Okay. Plündern. Das mitnehmen. Das mitnehmen. Und. Der hat doch Pfeile auf dem Rücken! Warum habe ich keine Pfeile? Es ist ein wenig sehr schlecht. Es ist ein wenig sehr, sehr schlecht. Okay. Machen wir die Tür mal auf. Was? Und tritt, tritt, tritt. Hopp. Wir nehmen die Munition mal mit. Da drüben ist eine Reliquie. Pfeile, 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 Pfeile. Genau so wollte ich das. Oh, der hatte sogar selbst noch Pfeile mit. Das ist gut. Okay. Ah, okay, da drüben dran. Wie dein Tanker?
Du brauchst gleich gar nichts mehr. Erledigt. Was? Der lebt noch? Hör mir auf. Okay. Einmal Munition aufheben. Mal schauen, was die dabei haben. Den kann ich leider nicht. Und ansonsten hoch hier. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Ja. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Das sind Piraten. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Ich traue dem Roth noch nicht. Leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Okay, trotzdem traue ich dir nicht. Ich traue dem wirklich nicht. Aber ich traue im Moment noch gar keinem. Warum ist hier was? Da ist eine Höhle. Kann ich hier irgendwo eine Fackel anzünden? Sehr praktisch. Aber leider wahrscheinlich hier. Keine Fackel zu haben. Okay, gut. Dann gehen wir wieder raus. Hopp. Hoch hier. Ich traue dem Braten nicht. Kommt jetzt hier irgendwo gleich einer und haut mich um? Ah. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten? Wollte jemand, dass es gefunden wird? Dann hätten die das besser irgendwo an ein Lager oder so gepackt. Bei Alpenbären ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Ah, cool, man kann schnell reisen. Dass alles wirklich tue. Nein. Mhm. Denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Richtig. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Ich werde mich auf den, ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Bogen fokussieren. Es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. So, das hier ist für 200 Handfeuerwaffen. Nope. Einmal kurz das. Und wir haben trotzdem nur einen Fähigkeitspunkt. Einmal das hier. Planetenkadaver. Sorgfältig. Nee, Tierkadaver sind mir gerade egal. Okay. Was ist das eigentlich? Verbessern und Sturzschäden zu vermeiden. Eine versteckte Belohnung zu finden. Okay. Ich glaube, das wäre ganz praktisch sogar. Wir versuchen das mal. So, gehen zurück und schauen mal. Ich bin halt so ein Fan davon, immer voll zu sein mit allem. Ja. Wir sollen es raus haben. Warum? Weiß nicht. Vielleicht noch ein Mädchen.
Okay, die beiden sind hinüber. Schnell, leise, tödlich. Bergungsgut habe ich da trotzdem gut bekommen. Okay, wie komme ich da drüben hin? Am sinnvollsten dahin. Hopp, hopp. Und? Ha. Bergtempel-Set komplett, wollte ich gerade sagen, ja. Ich bin gespannt, ob die Pfeile auch noch irgendwie sowas bekommen wie die bei Thief. Ob ich da Brandpfeile oder sowas kriege. Weil dann würden manche Sachen Sinn machen. Also manche Stelle wüsste ich gerade nämlich nicht, wie ich da mit einer Fackel durchkommen sollte. Ah, okay, cool. Mach auf. Mach auf. Perfekt. Waffenmodifizierung verfügbar. Verbessern Sie Ihre Waffen in Lagern. Okay, Moment. Sollte ich eigentlich von da kommen oder soll ich da... Wir warten aber bis zum nächsten Lager, also ich finde das Blödsinn jetzt da schon das nächste Waffenupgrade zu machen. Achso, das ist so eine Wand, wo ich mit so einem Doppelsprung hoch kann. Woher wissen die das denn? Wo ist meine Fackel? Okay, Feuer erforderlich. Kann ich die Fackel da einfach abschießen? Ha! Ich hab's mir fast gedacht. Okay. Erstmal sneaken. Ah, eh. Mehrmals drücken. Okay. Okay, das geht aber wesentlich viel schneller, möchte ich einmal mehr anmerken. Und ist sehr viel unriskanter. Was? Warum hast du mich gesehen, du Idiot? Okay. Okay, also eine klassische Lebensanzeige habe ich hier gar nicht. Okay, warum brennt jetzt alles hier? Haben die einen Molotov-Cocktail auf mich geschmissen? Kann das sein? So. Und der ist hinüber. Erledigt. Okay. Schaut er in meine Richtung gerade? Ich hätte gerade die Bergungsgüter mal mitnehmen sollen von denen. Oh
Oh shit! Erledigt. Erledigt, aber da war noch einer. Oh shit! Hau ab! Okay. Hier brennt gerade alles ziemlich gut. Und hopp. Erstmal umdrehen und gucken, ob ich hier irgendwo. Und jetzt fehlt mir eine Fackel. Könnte natürlich auch sein, dass ich später ein Feuerzeug oder sowas kriege. Oder mal eine vernünftige Packung Streichhölzer. So, hopp. 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 Kräuter. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wofür die Kräuter da sind. Vielleicht nachher um Medikits oder sowas zu basteln. Kann ich mir vorstellen. Ein Seidenfächer. Oh. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehören. Moment, EZ hat sich gerade irgendwo am Stuhl verfangen. So. Warum gibt es hier eigentlich so viele Reliquien? Oh, cool. Gut, weiter geht's. So. Ich vermute mal, hier müssen wir hin. Da ist noch ein Buch. Nachdem. Ja, wie gesagt, also die skippen wir. Können wir uns später vielleicht mal irgendwann angucken. Aber zunächst erstmal das hier. Oh, Moment. Ja. Ich schaff das. Okay. Samus Aran konnte den Wall Jump, die kann das Wall klettern. Wenn dir jetzt was auf den Kopf fällt, dann kann ich nicht ausweichen. Haben die das als Ladescreen benutzt? Oh, der sieht gut aus. Gott sei Dank, du lebst. Der lebt nicht mehr lange. Hatte das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel und auch nicht. Man sieht hier Knochen. Was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kein. Ja, du bleibst da jetzt am Lager hocken und ich darf dir jetzt den Rucksack holen. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Gute Idee. Sehr gute Idee, den Typen einfach über den Boden zu schleifen. Dem das halbe Bein fehlt. Sehr gute Idee. Oh, Gott sei Dank, er lebt. Oh.
Ja, einfach umfallen und tot ist eher selten der Fall. Vor allem, welcher Wolf klaut bitte einen Rucksack? Das Rudel ist irgendwo da oben. Auf geht's auf Wolfsjagd. Aber nicht mehr in diesem Part. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Tomb Raider. Haut rein, bis dann. Und ciao, ciao.